Meine Damen und Herren, selten genug, aber jetzt der Hauch des internationalen Films zu Gast bei uns. Endlich Glanz in meiner Hütte, einer der ganz großen Stars des internationalen Kinos. Und ich bin überglücklich, dass er gesagt hat, ja, heute bin ich hier. Herzlich willkommen, Helmut Berger! Was hat der jetzt vor? Ein Gespräch. Ja. Bringen Sie ein bisschen internationales Flair hier in diese schlichte Halle. Wir sind in Köln, nicht in Berlin. Ja. Was heißt das? Köln sind alle sympathisch. Fabelhaft. Schau mal. Ja, wirklich, ist es so. Ist die Wahrheit. Das beruhigt mich ein bisschen. Nein, ist die Wahrheit. Ich habe nie so deutsche Leute so sympathisch gesehen, als wir hier. In Bayern haben sie ihren bayerischen Ruch. Ja. Und in Berlin immer. Ich bin Köln. Das muss ich ehrlich sagen, beruhigt. Sie haben verstanden. Denn Sie sind ja gestern schon angekommen und ich hatte ein bisschen Angst. Mein Gott, Sie leben in Rom, dass sich hier langweilt. In Köln war nicht der Fall. Keine Langeweile hier in Köln. Na, überhaupt nicht. Ich bin total versagt. Wirklich? Das sind meine Brille. Ja, wurde ein bisschen später gestern Abend. Ja. Ich habe gerade gar nicht geschlafen. Wann sind Sie dann heute aufgestanden? Ich bin gar nicht aufgestanden, bin gar nicht geschlafen gegangen. Wie, Sie haben durchgemacht? Sie haben durchgemacht? Ich bin immer noch da. Unglaublich, faszinierend. Was frühstückt ein Mann wie Sie nach so einer Nacht? Sie müssen doch irgendeine Kleinigkeit zu sich genommen haben, Löffelchen... Kaviar? Ja. Hatten Sie Kaviar im Hotel? Gläschen Kaffee, Champagner? Eingeflogen? Na nur. Sie trinken schon Champagner zum Frühstück? Frech ist er, ne? Nein! Wie ist mein Menü? Was wollen Sie noch wissen? Tampax? Nein. Was wollen Sie noch wissen für mich? Ich wollte wissen, wie Sie heute sozusagen in den Tag reingegangen sind, wo Sie abends hier zur Sendung zu Gast sind. Ich bin gar nicht rein, ich war schon drin. Sie waren permanent da. Ja? Keine Probleme, du, mein Schatz. Keine Probleme hier. Nein! Na, ich bin ins Hotel, das heißt der Wasserturm. Ja. Ich kaufe das Appartement. Wirklich? Gefällt Ihnen so? Ja. Das schönes Design? Ja, ich kaufe einen Turm. Das ganze Hotel? Pisa. Tor di Pisa. Ja. Schief. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher ich war geschwankt. Schief. Ich ja. War schief. Okay. Okay. Passiert, ne? Passiert, oder? Natürlich. Ja. Finde ich großartig. Verbringen Sie Ostern in Rom? Ostern? Ja. Ostern? Hase. Nicht in Rom. Zu voll? Ich ziehe mich zurück in Sardinien. Schick. Ja. Ist ganz Rom auf den Inseln über die Feiertage? Sardinien, Sizilien. Rom auf der Insel? Capri. Man zieht sich alles zurück, wenn die Touristen kommen, wenn unser eins kommt. Ja, das absolut. Das absolut. Ist denn Rom noch so aufregend, wie ich als armseliger Spießer mir das vorstelle? Okay, verstanden. Ja? Ja. Und? Pass auf. Okay. Wir haben traumhafte Fotos von Ihnen und zwar zeigt sie gerade mal, das ist einmal. Welche, das war der Film hier. Schauen Sie auf den Monitor. Wer hat keine Nase gespielt? Entschuldige. Ja. Als deutscher Schauspieler. Das war der Film. Bin ich der Erste, bin ich der Letzte. Wir haben das Foto hier mit als blauer Engel.
Wirklich? Was ist das? Ist das Marlene oder nicht? Ist das Marlene? Nein, das bin ich. Das sind Sie, aber in dieser weltberühmten Pose. Das ist keine Travestie-Show gewesen. Nein. Bei der Marlene, ich hatte eine... ich kann auch lachen. Ich hatte mit den Haaren hier da und so. Aber auf alle Fälle... Lassen Sie uns nur. Wie war es mit Marlene? Nein, die Marlene Dietrich, ich war in New York, das Einzige, was sie mir geschickt hat, ein Foto von ihr selber und ein Foto von mir und hat sie drauf geschrieben, who is prettier? I beg your pardon? Absolut. Das Foto reicht. Ja, aber sehr witzig. Wir haben noch ein Foto. Nein, um Gottes Willen. Na, keins mehr? Aber eins ist noch sehr, zeig nur eines. Hey. Oh, that's my love.